Digga, wir sind böse. Hi Leute, willkommen bei Teasy 31er Schubeck. Ja, Freunde, in letzter Zeit sind einige 31er Aktionen hier vorgekommen, weil wir ja die ganze Zeit so ein Battle gemacht haben zu jedem Tots, wer keine Packs ziehen darf, sprich die 100k Lightning Round. Die kann man mal ganz kurz hier auch noch einblenden. Und ich werde bereit sein, ich gehe mal pinkle. Hör doch auf. Na? Oh. Hör doch auf. Genau, mal pinkle. Machen wir jetzt heiß. Jungs, ich suche den Schlüssel, dass ich die Tür abschließen kann, dann kann er nicht mehr rein. In der Tür! Scheiße! Scheiße! Ich hab den Schlüssel gefunden hinten vor der Tür. Den habe ich zum Schluss alle ausgebaut. Aber hier ist kein Schloss drin. Ich war gestern noch im Büro, hab alles ausgebaut. Fuck, Digga! Das war der Schlüssel zu meiner 100k. Hinter liegt Schloss oder auf dem Tisch. Nein! Alles ausgebaut. Ach Gott, wie trocken hätte ich dich ausgesperrt, Digga. Hör doch auf, Digga. Was ist denn? Bist du behindert? Warum? Was soll die Scheiße? Was denn? Es ist gleich Lightning Round, du Spast. Ist die Playstation ausgegangen? Du mal Spast. Scheiße. Ist die Playstation gerade ausgegangen? Komisch. Ist das ein dummer Spast? Auge kann man machen, aber ins Geschirr eingreifen, das ist höchst asozial. Ach, du wolltest mich aussperren letztes Mal. Du wolltest mich aussperren. Das ist höchst asozial, Digga. Das ist ein richtiger 31er. Du wolltest mich aussperren. Stark, jetzt geht's ja erstmal noch 2 Minuten in den Ruhemodus. Was soll's? Nehmen wir die 100k nicht mit. Das ist Augenmacher, Alter. Auge kann man ja machen. Ja, hast du Auge gemacht? Ich hab nicht ins Geschirr eingegriffen. Du wolltest mich aussperren. Ich hab dich nicht ins Geschirr eingegriffen. Du wolltest mich aussperren. Das war nicht in der 100k. Natürlich. Das war in 100k. Immer hab ich Auge gemacht. Und aber ich hab dich dann ausgesperrt da. Doch. Nee, da nicht. Das war kurz davor, nee. Wenn ich aussperren. Natürlich. Natürlich hast du den Schlüssel nicht gefunden. Wichser, Alter. Brennung der Hölle, wirklich. Bei 100k hört die Freundschaft auf. Ja, Freunde, ihr habt's gesehen, ne? Timo wollte mich aussperren, ich hab Timo die PS4 runtergefahren. Wir dachten uns so, wir feiern die Battles und wir finden, dann ist auch auf jeden Fall mehr Dampf da drin, ja? Und deswegen dachten wir uns, komm, wir spielen es auf jeden Fall wieder aus. Zu jedem Tots. Zu jedem Tots. Und deswegen lasst ihr ein Däumchen nach oben da, lasst ein Abo da. Wie gesagt, wenn ihr die 25k Likes irgendwann knacken solltet, dann machen wir es so, dass man gar keine Packs zieht. Und eins will ich gesagt haben. Ja? Falls ich das Ding jetzt verlieren sollte, ich habe hier drin schon der Masterplan für die größte 31er Aktion in der nächsten 100k Lightning-Round. Hast du schon einen Plan? Vielleicht. Hast keinen. Und was man noch sagen muss, Freunde, checkt auf jeden Fall mal unseren Partner Level Up ab, weil da gibt es bis Dienstag eine 15% Code-Anhebung mit dem Code Teasy, spart ihr 15%, keine 5%. Neu ist auch der Triple Red, ne? Hier, gönnt euch auf jeden Fall. Checkt mal den Partner aus hier. Dies, das. Wir starten rein. So, schnickel die Schnackel, die Schnuckel, ne? Schnick, Schnack, Schnuck. Sehr geil. Ich will es immer verlieren. Ich blind. Ja. Ich blind. Ja. Tots plus 1. Icon Tots müssen angesagt werden. Das ja, war's schon. Genau, das sind die alte offizielle Regeln. So, dann starten wir rein. Man muss Fever Points nehmen. Ja. Und deine Aufstellungen sind am Start. Hat er Infos vielleicht zu der Aufstellung? Schwierige Aufstellungen, aber auch gute. Mix. Komm, ich geh mal scheiß drauf. Ich nehme mal die 5. Bei Aufstellung zwar immer mies, aber versuch's mal. Gar nicht so verkehrt. So, deine Capitanos sind am Start. Nichts Besonderes da. Dann gehen wir erstmal die 4. Viscabasa. So, dann gehen wir mal hier auf die Position. Auch kein Tots da, nichts. 1. Scheiße, das hört sich nicht so gut an, ne, mein Gott. Ist ja erst 2. So, dann gehen wir da drauf. Und wir haben 2 Icons am Start, wie bei Timo in letzter Zeit. Immer, ne? Ja, gehen wir mal mit der Nummer 2. Gehen wir mal mit der Nummer 2. Moin, Digga! Platz. Checkpoint! Ja, Checkpoint war es nicht ganz, aber stark. Ey, Icon ist Icon. Ja, nächstes Spiel ist denn da. Nichts Besonderes? Nein. 3. Fuck, und bei der Aufstellung, Freunde. Miese Zeit. Bitte, ja, ich will nichts nicht Besonderes. Aussetzen. Ich will nicht aussetzen. Nichts Besonderes. Hier 1, komm. Du hast 2 Tots am Start, darunter befindet sich ein Zimao-Tots. Der ist immer auf der 4. Zum Glück, Freunde, zum Glück. Und die Liga wird richtig widerlich. Ja, Spieler sind da, nichts Besonderes. 1, 2, wichtig. Super. Ganz wichtig. So, nächste Position ist nur Schmutz. Toko Ikembi ist am Start. 4, dann will ich, Digga. Ist er leider nicht. Fuck! So, dann gehen wir mal hier auf die Position. Oha, cool.
Aufstellen. Cool. Boah, Torwartzimmer. Also, Torwart sitzt immer ein Gute für zwei. Lösel. So, wir gehen hier hin. Ich muss doch offensiv jetzt. Oh, dein Namensvetter ist am Start. Schulz. Okay, sind wir LV. Und ein Gute Schulz sitzt immer auf der 4. Leider nicht. Und dann haben wir die letzte Position. 3 Tots am Start. Dann nehmen wir mal die 3. Und er trifft nicht. Ehrenbruder. So, wir machen hier Vervollständigung. Ach, das war's schon. Digga, also, wenn jetzt hier nichts Gescheites kommt, dann wird es richtig widerlich für dich. Ich nenn's Kind beim Namen. Ich gebe dir den Controller. 3, 2, 1, let's go. Man muss sagen, du hast vorne Christian Vieri gekriegt. Richtig, ne? Ja. Aber du hattest auch noch R9 dort am Start gehabt. Optimus Prime, hör mir ihn rein. Aber ansonsten war halt echt viel Pech dabei. Ne? Muss man schon sagen, es waren nicht so gute Spieler dabei. Aber ne, so ein bisschen nach Oberhangeln kannst du dich ja schon. Ja, ich würde, es nimmt doch Sencho, der ist Bundesliga, der passt dort. Den kannst du auf die, zu dem hier bei hinten rechts stellen. Oder nimm doch der Hummels, der passt auch. Der gibt auf jeden Fall schön Minus. Ne? Würde ich auch machen. Bobby, ich würde irgendwie mit Bobby arbeiten, weil Premier League ist wichtig. Vielleicht so Cancelo und Bobby dort rein, ne? Würde ich den nehmen. Oder guck mal, der Hinastrosa hat gute Tempowerte. Und du willst ja den Draft danach auch ein bisschen erschwitzen und spielen. Deswegen würde ich vielleicht versuchen, da reinzugehen. Und du hast auch nicht mal so viel Zeit, Timo. Also so langsam musst du dich ein bisschen reinarbeiten in die ganze Materie, ne? Also Hummels und Sancho, Digga, die zwei musst du doch irgendwie hinbekommen. Also da musst du doch irgendwas stellen mit Hummels und Sancho, dass es irgendwie läuft, ne? Du hast noch 5... 4, 3, 2, 1, 1. Hey, gut gebaut noch, gut gebaut. Ach, fuck, ich hatte auch Koulibaly und Ding, ne? Gut gebaut aber noch. Ja, ich hab mich dann so auf die Liga eingeschossen, Digga. Da bin ich dann so... Gut gebaut. Ich denk, für das, was da jetzt wirklich noch machbar war... Vielleicht Martinez in IV noch irgendwie? Dann habe ich halt irgendwo schon... Da, oh, ne? Fuck. Hätte ich nicht gedacht... Hätte ich nicht gedacht, dass der noch Dupe bringt. Hatte ich eigentlich vorne, habe ich mich gar nicht konzentriert. Wahrscheinlich darf ich schon kurz testen. Ja. Wäre das sinnvoller gewesen, so und den nach vorne, ne? Hier vielleicht. Ah, okay. Gut, aber war schon stark gebaut, muss ich anerkennen, bitte. Das muss ich wieder rausmachen. Martinez, bitte raus. So, du hast auch keinen Tots in der Startaufstellung, ne? Ich hatte auch gar keinen. Ja, ist korrekt. Meiner. So, Ich habe Augen zu. Die 1. Alles klar. Oh gut, der bringt aber noch, oder? Was hat er gebracht? Ein Tuppe, glaube ich. Ein oder zwei. 170er stark. Hast echt, also echt gut. Ist echt gesteigert hier in den Ding. Das sah eigentlich wirklich nicht gut aus, obwohl ich eine geile Formation hatte. Ne? Ja, ja, aber es sah echt nicht so gut aus. Okay, 180. Ne, 170. 70. Sorry. Shit, das wird schwer. Gut gebaut. So, Jungs. Tuss Mikrolöcher schlägt wieder zu. Simon hat die Broski-Maske auf, den Hübschen. Mashallah, der Hübsche. FIFA-Points muss ich nehmen, ne? Bitte, ja. Habe ich gemacht. Ist was dabei. Aufstellung Schmutz, Schmutz, Schmutz. Schmutz, 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 Schmutz. 4. Okay, gut. Wer weiß, was EA bereithält. Wir gehen rein. Nichts Besonderes da. 2. Wir haben einen Tots am Start. Mhm. Die 3. Taylor Swift. 3. Oh, wir könnten in ein ganz ekliges Fahrwasser geraten, Jungs. Nichts dabei, aber ein Food Birthday ist am Start. 4. Sehr gut, den haben wir jetzt mal gebraucht. Wir gehen mal ein bisschen hier hin. Es wird mir zu viel eine Liga aktuell. Yep. Das ist ein Torwart. Sirigu ist dabei. Sommer, Lörres, Neuer, Handanovic. 1. Es entwickelt sich echt gerade ein bisschen creepy, Digga, die Situation. 2 Tots am Start? 2. Was? Ich will die 2. Ich hatte immer ausgesprochen, okay. Da war noch eine Prime-Icon dabei, aber okay. Den Tots hast du aber getroffen. Aber ich würde mich in Zukunft bitte aussprechen lassen. Danke. Okay, sorry, Bruder. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, okay, wirklich. Okay. So, wir haben am Start Da Costa, Walker, Opaso, Heldebe, Williams, also ein Tots am Start. 1. Jungs, ich habe echt Angst vor der Position, aber wir gehen jetzt einfach mal hin. Die könnte halt so viel retten. Da bist du doch. Wir haben 2 Icons am Start. Wir haben... Ja, sieht gut aus. 2. Das war's. Das war's. Best in Peace, Timau. 100k Leitbau und geht rutschen. Nächster. 4. Bei der Formation, wo kommt er auf einmal her? Alle Special-Karten, aber nichts, was jetzt hier... 1. Wenn jetzt hier vorne noch einer zuschlägt, dann ist wirklich technisches Blitz-K.O. Wir haben einen Tots am Start. Wir haben aber auch einen Adebayor am Start. Und der Tots ist der Richard. 3. Oh, Gott sei Dank, wo Digga. Auf der 1. Na. Oder auf der 2, ich weiß gar nicht mehr, ich bin nervös. So, letzte Formation, ne? Schmelzer ist da, der Wendt, GUL, Davis, Allsberg. 2. Okay, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich fülle automatisch aus. Team Auto vervollständigen. Oh Gott, Digga. Oh Gott, Digga. Oh Gott, Digga. Ich drücke den Timer, warte. 3, 2, 1, let's go. Guck mal, deine Formation ist echt nicht so stark, ne, Digga? Aber du hast halt wirklich einfach noch Ding bekommen. Das ist halt wirklich zu wild, ne?
Du hast einfach, warum machst du denn jetzt auf LV, Junge? Guck doch erstmal, sortier dich doch erstmal, was du da machen kannst. Jetzt verstehe ich gar nicht, was du machst. Du hast einen City DC dann da drin. Ich verstehe nicht mehr, was du da baust. Links, rechts, vorne, hinten. Ich verstehe es nicht mehr, Digga. Du hast auch noch einen Neymar. Junge, ein Neymar ist der Perfect Strong Akustik-Link zu De Jong. Warum baust du den denn? Du hast noch einen Trend, den könntest du noch reinbringen. Ich verstehe nicht, was du machst, Digga. Und ich bin schon rutschen. Ich kann schon die Schnauze halten. 100k, okay, ich gehe jetzt schon mal in mich. Welchen Plan ich mir vorstellen kann, um die 100k leiten mal und dir zu vermiesen, Digga. Fünf. 4, 3, 2, 1. Oh fuck, Digga, hat der mich deklassiert, Digga. Zidane vorne hat den Arsch gerettet. Ja, Mann, ohne den wäre ich rutschig gegangen. Der hat der vor mir, ja, hol einen Manager ab. Nee, mach ich es nicht selbst, ich hätte gerne die 2. Okay, muss ich meinen Plan umsetzen. Ja? Zielinski. Boah, noch eine 89er Teambewertung ist halt auch krass. Wahrscheinlich, ich werde ziehen und du nicht, Digga. Und ich werde genauso durchballern. Ich werde genauso durchballern, mein Freund. Eins will ich gesagt haben, du hast mit deiner 31er Aktion heftig vorgelegt. Ja, okay. Ja, okay. Ich bin auf alles gewappnet. Ja. Ich bin auf alles gewappnet, Freunde. Ganz ehrlich, du kannst dich nur schützen. Ich lasse mir 3 Blazies hier am Laufe. Ich lasse alles an. Du kannst dich nur schützen, wenn du um dich hier irgendwie eine Glocke baust, Digga. Sonst hast du wirklich verloren für die 100 Kala. Ich sag's, ich nenn's Kind beim Namen. Ich werde auch Gewalt anwenden, ja, okay. Weil du hast letztes Mal eine Grenze überschritten. Meine Augen. Ich zieh und du nett, mein Freund. Ja, bisschen raus. Ciao, ciao.